Dienstagmorgen, 11 Uhr, Auftakt in eine kurze Trainingswoche bei der Fortuna. Die Spieler hatten nach dem 0:0 Unentschieden am Samstag gegen den SC Verl zwei Tage zur Erholung. Der Kopf ist frei für die schweren Aufgaben gegen den 1. FC Köln und Rot-Weiß Oberhausen. Die Übungseinheit begann mit einem alten Fortuna-Ritual. Die Mannschaft beglückwünschte Torwart André Poggenburg auf ihre Weise zu seinem 29. Geburtstag. Dann wurde gearbeitet, Passspiel und Ballzirkulation waren die Schwerpunkte im Vormittagstraining. Am Freitag um 19 Uhr trifft die Mannschaft auf die U21 des 1. FC Köln. Nach zuletzt 5 Unentschieden in Folge gegen die jungen Geißböcke soll es endlich mal wieder mit einem Sieg klappen. FC 2 ist natürlich immer ein besonderes Spiel, Lokalderby, und das ist dann halt immer eine besondere Brisanz. Und das ist natürlich auch ohne jeden Zweifel eine gute Mannschaft, auch wenn die Tabellensituation vielleicht jetzt im Moment etwas schwierig ist bei denen. Aber ich hoffe, dass wir am Freitag dann das erste Mal 3 Punkte gegen den FCA einfahren können und uns oben festsetzen. Einer, der beim letzten Ligaspiel gegen den FC noch Torschütze war, ist Steffen Moritz. Der Stürmer, der gut 2 Monate fehlte, hat seine Knieverletzung komplett ausgeheilt und freut sich wieder, bei der Mannschaft zu sein. Schönes Gefühl, mal wieder mit der Mannschaft trainieren zu können. Allein auf die erste Laufeinheit habe ich mich tierisch gefreut. Und jetzt nach 14 Tagen denke ich, dass ich wieder ganz ordentlich dabei bin. Nicht nur die Fans träumen vom Derby-Sieg gegen den FC. Auch Trainer Uwe Koschinat will nach dem torlosen Remis gegen den SC Verl wieder 3 Punkte einfahren. Vernünftiges Spiel gemacht, aber definitiv 2 Punkte liegen gelassen. Bei dem Aufwand, den wir betrieben haben, musste so ein Heimspiel gewinnen. Das war nicht der Fall und deswegen werden wir logischerweise zum FC fahren und dort auf 3 Punkte spielen. Was dann dabei rauskommt, das wird man sehen. Das sehe ich jetzt nicht so unter diesem Aspekt. Wir müssen deswegen gewinnen, weil es gegen den FC A etwas Besonderes ist und es B uns noch nie gelungen ist, sondern vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass wir einfach eine sehr gute Möglichkeit haben, um nahezu in einem Heimspiel, davon gehe ich aus, es wird mit Sicherheit deutlich mehr Fortuna-Anhänger geben, die uns dort unterstützen, dass wir dort die Möglichkeit haben, wieder auf 3 Punkte zu spielen. Und das ist schon ein wichtiger Faktor, klar. Freitag um 19 Uhr ist Anstoß im Franz-Krämer-Stadion. Ein guter Ort, um den Weg zurück in die Erfolgsspur zu finden.